Harte Zeiten für die Landwirtschaft. Verwaiste Höfe. Leere Ställe. Marode Gebäude. Verlassene Dörfer. Bauern in Not. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass immer mehr Bauern das Handtuch werfen müssen. Bauern in Deutschland. Wütend, verzweifelt, enttäuscht von der Politik. Die Märkte sind im Moment überall unter Druck, ob Milch, ob Fleisch, ob Getreide. Landwirtschaft im Hamsterrad der Marktmächte, ausgeliefert den Spekulanten und Händlern. Das ist auch ein sehr dummes Verständnis von Marktwirtschaft, wenn man ohne Rücksicht auf Verluste praktisch einen ganzen Sektor vor die Wand fährt. Aber sind manche Bauern vielleicht auch selbst mitschuld an der Krise in der Landwirtschaft? Glockenspektakel in den Tälern des Allgäu. Tausende Rinder werden zum Herbstanfang von allen hochgelegenen Almen ins Tal getrieben. Nach 100 Tagen in luftiger Einsamkeit zurück ins Dorf. Ein Grund zum Feiern. Glückliche Kühe stehen für einen Tag im Mittelpunkt der vielen Besucher. Der Almabtrieb, eine jahrhundertealte Dorftradition in der Alpenregion, wie hier in Obermeiselstein. Immer noch lebendige Bauernkultur. Es sieht nach einem schönen Bauernleben aus. Es ist nur ein schöner Schein. Was in Wirklichkeit abgeht, ist ganz was anderes. Mir fällt jeden Monat ca. 4.000 Euro Milchgeld. Und ich bin Züchter, ziehe jedes Jahr 45 Stück groß. Und da fällt auch bei jedem Stück so zwischen 300 und 400 Euro. Das sind ganz gewaltige Summen, wo wir einfach zurechtkommen müssen. So wie ihm geht es vielen. Weg vom schönen Festplatz im Allgäu. Wie sieht es aus in den Dörfern im Land? Zum Beispiel im kleinen Ort Oberwall in Oberbayern. Bauer Thomas Niedermeier in seinem modernen Stall mit 50 Kühen, die ihn und seine Familie lange gut ernährt haben. Doch damit ist es vorbei. Wir haben 2011 diesen neuen Stall gebaut. Damals war der Ausgangspunkt ein anderer. Der Milchpreis war höher bei 36, 38 Cent. Jetzt muss man schon jeden Groschen zweimal umdrehen. Allein um die Darlehen für den Stall zu tilgen. Die Groschen zum Umdrehen verdient Bauer Niedermeier aber nicht mehr nur auf seinem Hof. Er muss zusätzlich als Milchfahrer bei einer Molkerei arbeiten. Eine 80-Stunden-Woche. Früher hier im Dorf waren wir vier Bauern, jetzt bin ich alleine. Und ich gehe nebenbei noch in die Arbeit, verdiene hier das Geld, was auch die Familie braucht. So holt er die Milch von den Bauern ab, die noch übrig geblieben sind in den umliegenden Dörfern. Von Bayern nach Ostfriesland, auf dem Hof von Ottmar Ilchmann in Rauderfehn bei Leer. Der 53-Jährige hält seine Tiere auf der Weide, hat keine moderne Stallanlage. Dennoch, von seinen 55 Kühen kann auch er nicht mehr leben. Häufig, wenn man mit Leuten redet, dann denken sie, die Bauern verdienen jetzt etwas weniger. Aber wir verdienen nicht nur weniger, verdienen gar nichts mehr und müssen auch noch die Verluste im laufenden Betrieb ausgleichen. Und wovon lebt er? Ich habe eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, gerade zu Anfang der Krise. Und die habe ich jetzt zur Hälfte verfrühstückt im Laufe dieser zwei Jahre. Das war natürlich eigentlich meine Alterssicherung oder ein Teil meiner Alterssicherung. Da kann ich jetzt im Grunde ganz von vorne anfangen. Ein Stall im Nordosten der Republik, in Mecklenburg-Vorpommern. Bauer Xander van Diggele sortiert seine letzten 15 Tiere. In diesem Stall standen bis vor kurzem noch 450 Kühe.
Das sind die letzten Tiere, die gehen halt jetzt zum Schlachthof. Sind zwar noch junge Tiere, aber für den Markt uninteressant, nicht genügend Leistung. Das ist schon, ja, traurig, muss ich ehrlich sagen, ist so. Auch die großen Ställe sind also in Schwierigkeiten, können bei den aktuellen Milchpreisen nicht mehr weitermachen. Warum liegt eine ganze Branche so am Boden? Überproduktion. Einfach massive Überproduktion. Und dadurch können wir einfach nicht mehr kostendeckend arbeiten. Die Banken geben natürlich gerne Geld, weil die damit arbeiten wollen. Und da sind Landwirte, die möchten vergrößern, die haben immer gerne Geld gekriegt. Natürlich hat die Politik auch gesagt von wachsen statt weichen. Aber wenn alle wachsen, irgendwann hört das auf. Also irgendwann ist zu viel Milch da. Wachsen statt weichen. Landwirtschaft auf Wachstum gepolt. Hochtechnisierte Melkanlagen sollten dabei helfen. Aus dem Werbefilm eines Herstellers. Die Milchquote ist seit knapp 2 Jahren weggefallen. Auf Drängen der Bauernlobby. Die Bauern dürfen jetzt so viel produzieren, wie sie wollen. Und die Technik hilft ihnen dabei. Dafür wurden gerne Hunderttausende von Euro investiert, plus Kosten für Wartung. Die Kühe müssen mehr Leistung erbringen, damit die Investitionen sich rechnen. Solange der Milchpreis hoch war, ging es gut. Offensichtlich hat keiner damit gerechnet, dass Preise auch fallen können. Es hat da tatsächlich eine regelrechte Kampagne gegeben vom Bauernverband, von Molkereien, von der gesamten landwirtschaftlichen Fachpresse, auch in den Fachschulen ist das so gelehrt worden. Der Weltmarkt, der giert nach deutscher Milch. China säuft alles weg, war so ein Schlagwort. Und wir können gar nicht so viel produzieren, wie der Weltmarkt nachfragt. Dieser Markt ist aber nun eingebrochen. Bauernpräsident Rugwied lehnte Regulierungen lange ab. Dass sein Verband für den freien Exportmarkt geworben hatte, trifft angeblich nicht zu. Diese Kampagne hat der Bauernverband zu keiner Zeit gefahren. Das war zu keiner Zeit eine Devise, die wir auf der Agenda hatten. Das ist frei erfunden. Dabei hatte Rugwied selbst auf dem letzten Bauerntag noch für den freien Markt und weltweiten Export plädiert. In seinen Reden finden sich Sätze wie diese. Wir brauchen keinen Staat, der uns sagt, wie viel wir zu produzieren haben. Das ist Sache der Wirtschaft. Und die verdient mit an dieser Politik. Der Bauernverband wird auch von der Landmaschinen- und Chemieindustrie gesponsert. Werden so noch die Interessen der kleinen Bauern vertreten? Als die Preise hoch waren, lieferten die Bauern, was die Kühe hergaben. Die großen Molkereien und die Exportwirtschaft machten gute Geschäfte, wurden immer größer und haben den Bauern immer mehr Milch abgenommen, auch als der Exportmarkt schon zusammengebrochen war. Niemand hat eingegriffen und die Mengen runtergefahren. Lachender Dritter, der Handel. Besonders die großen Discounter und Supermärkte nutzten die Chance. Die Lebensmittelkonzerne diktieren die Preise. Sie haben längst die Kontrolle über den Markt, von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Supermarktregal. Die großen Händler verkaufen Lebensmittel zu Tiefpreisen, zulasten der Bauern. Denn die meisten Kunden greifen gern in das Regal ganz unten, wo die billigsten Produkte stehen. Bei den verlockenden Preisen denkt kaum ein Kunde daran, wie viel Arbeit Bauern leisten müssen zur Herstellung dieser Produkte. Hauptsache billig. In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl der Milchbauern in Deutschland halbiert. Von 140.000 auf 70.000. Und es werden täglich weniger. Verfallene Höfe. Dadurch verändert sich nicht nur das Dorfbild, sondern auch das Leben in den Dörfern. Der Lokalpolitiker und Bauer Ulrich Niederschweiberer führt durch seine Heimatgemeinde Mühldorf am Inn. Einst ein funktionierendes Bauerndorf mit vielen Familienbetrieben. Gewachsen in vielen Jahrzehnten. Jetzt stehen hier leere Hallen, mit denen niemand etwas anfangen kann.
Mindestens 10 Betriebe kann ich aus dem Stegreif aufzählen, die aufgehört haben in der letzten Zeit. Und wenn einmal die Tiere weg sind, kommen nie mehr welche auf den Betrieb. Und es stirbt auch ein Leben auf dem Hof. Der Landwirt und auch die ganzen Familien sind ja das Fundament des ganzen Dorflebens. Und das geht mir schon nahe. Und hier im Dorf, in unserem Dorf, haben wir jetzt noch vielleicht 6, 7 tierhaltende Betriebe, wobei in den nächsten Jahren schon 2, 3 weitere wegfallen werden. Dann kann man sich ausmalen, wie unser Dorf langsam ausstirbt. Die Freiwillige Feuerwehr, einst ein Mittelpunkt im Dorfleben, kommt in vielen Orten schon lange nicht mehr zu Hilfe und der Linienbus befördert immer weniger Fahrgäste. Wenn die bäuerlichen Betriebe keine Arbeitsplätze mehr bieten können, müssen die Menschen wegziehen. So verschwindet bäuerliche Architektur und mit ihr bäuerliche Kultur, das schleichende Ende der Dörfer. Dieser Gutshof im hessischen Otzberg ist noch intakt. Er gehört Prinz Felix zu Löwenstein, Landwirt und Vorstand beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass immer mehr Bauern das Handtuch werfen müssen. Und leider kenne ich viele Leute, die sagen, mein Gott, das ist halt die Entwicklung. Und das wird dann euphemistisch Strukturwandel genannt. Sondern wir müssen schauen, dass diejenigen, die heute wirtschaften, das so tun können, dass sie ihre Familien ernähren, dass sie Freude an ihrem Beruf haben können, weil sie nicht völlig überarbeitet sind und eine Zukunftsperspektive. Prinz zu Löwenstein betreibt ökologischen Landbau. Für ihn der einzige Weg aus der Krise. Seine Forderungen? Schluss mit Gentechnik, Saatgut, Pestiziden und Düngemitteln. Dafür müsste auch die bestehende Förderpolitik entsprechend geändert werden. Es dürften nur die Bauern gefördert werden, die ökologische Mindeststandards erfüllen. Und Betriebe sollten künftig nach Qualität und nicht nach Größe Unterstützung erhalten. Die jetzige Förderpolitik arbeitet ganz anders. Ich kriege pro Hektar eine Zahlung. Und je mehr Hektar ich habe, desto höhere Zahlungen bekomme ich. Brüssel. Die Europäische Union gibt viel Geld aus für die Landwirtschaft. 56 Milliarden Euro, knapp 50% des Haushalts, geht jedes Jahr an die Bauern. Doch es wird falsch ausgegeben, meint die EU-Abgeordnete der Grünen Maria Heubuch. Das ist schon lange der falsche Weg. Die Möglichkeit, wegzukommen von der reinen Flächenprämie, zum Beispiel die ersten Hektare, sprich die kleinen Betriebe stärker zu fordern. All das ist angelegt, all das ist möglich, aber wir nutzen es nicht in Deutschland. Auch weil die deutschen Bauern sich nicht einig sind. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU ist seit der Gründung 1957 zwiespältig. Die Idee war anfangs, der schwächelnden Landwirtschaft auf die Beine zu helfen. Es wurden Festpreise eingeführt, der Binnenmarkt nach außen mit hohen Zöllen abgeschirmt. Und die damalige EG kaufte sogar Lebensmittel auf. Die Lager füllten sich rasch und die Überschüsse wurden zu Dumpingpreisen in die dritte Welt verschifft. Das wiederum machte dort die Märkte kaputt, zerstörte die Einkommen der lokalen Bauern und schaffte Abhängigkeiten von europäischen Lieferungen. Und die Folge der Überproduktion in Europa? In den 1980er Jahren ertranken die Bauern gleichsam in ihren Produkten. Es entstanden, gefördert mit gewaltigen Subventionen, Butterberge und Milchseen. Die Milchquote der EU sollte die Überproduktion bremsen.
Doch die deutsche Bauernlobby setzte sich durch und wollte den freien Markt. Jetzt ist dieser Markt eingebrochen und die Bauern brauchen wieder Hilfe aus Brüssel. Wir haben ungefähr 300 Betriebe in Europa pro Tag verloren in den letzten Monaten. Das ist für mich eine Katastrophe. Das sind alles Existenzen, da sind Familien dahinter, da stehen Menschen dahinter. Aber wir haben ja auch noch viele Bauern, die sehr in Bedrängnis sind. Und wir können den Markt nur wieder in den Griff kriegen, wenn wir die Menge reduzieren. Und solange der Preis nicht stimmt, werden die Bauern kein Einkommen haben. Und der Preis wird nicht stimmen, wenn der Markt nicht stimmt. Gespenstische Stimmung auf dem Hof von Bauer van Diggele in Mecklenburg-Vorpommern. Seine letzten 15 Kühe werden für den Abtransport vorbereitet. Und für viele Bauernfamilien gibt es keine Perspektiven mehr. Die Nachwuchs ist kaum mehr da, weil die sehen, wie Papa und Opa immer arbeiten müssen, Mutter teilweise auch noch. Und für das bisschen Geld und sehen, dass Kumpels von denen in der Werft arbeiten oder in der Flugzeugindustrie oder im Hafen. Und die haben einen doppelten Stundensatz, wenn nicht noch mehr haben, geregelt frei, haben Urlaub. Ein Hof wird abgewickelt, die Ställe abgerissen. Das Kapitel Rinderhaltung abgeschlossen. Zum letzten Mal werden die restlichen Tiere in den Melkstand gebracht. Einmal noch geben sie Milch. Milch, die viele Jahre lang den Bauern gutes Geld gebracht hat. Was ist falsch gelaufen? Immer mehr Geld verdienen wollen, denke ich auch. Immer mehr, mehr. Und tja, ich finde das echt schwierig, jetzt so zu beantworten. Aber ich denke schon in der Richtung, dass viele einfach aus Habgier auch immer mehr machen möchten und wollen und müssen. Auffahrt der Tankwagen zum Giftspritzen. Der Preisverfall zwingt die Bauern, ihre Produktion ständig zu steigern. Und so wird gespritzt, was die Tanks hergeben. Der Bauernverband motiviert seine Mitglieder zum Einsatz von Pestiziden, wie etwa das umstrittene Glyphosat. Es gilt als krebserregend und erbgutverändernd. Hergestellt vom Chemiegiganten Bayer, der auch den Bauernverband sponsert. Durch das intensive Spritzen wird nicht nur die Natur nachhaltig beeinträchtigt. Wir haben dramatische Biodiversitätsverluste. In einem Land wie Niedersachsen ist 60% der Brunnen nicht mehr für Trinkwasser nutzbar. Wir schwemmen gewaltige Mengen an Nährstoffen, insbesondere Stickstoff und Phosphat, in die Weltmeere und verursachen dort Zonen, in denen das gesamte Ökosystem umkippt. Ein Fünftel des Ostseebodens ist eine solche Zone. Also das sind richtig dramatische Folgen, die wir da verursachen. Ackerland gehört schon lange nicht mehr nur den Bauern. Diese Flächen sind im Besitz von Finanzinvestoren. Und die haben zur Landwirtschaft kaum eine Beziehung. Besonders im Osten Deutschlands haben nach der Wende Spekulanten und Konzerne riesige Flächen Ackerland als sicheres Anlage- und Spekulationsgut erkannt. Fast ein Drittel der Felder ist in Investorenhand. Die Besitzer lassen auf den großen Flächen Monokultur betreiben. Für den Export oder für Biogasanlagen. Lebensmittel nicht für den Teller, sondern als Energielieferant für Tank oder Kraftwerk. Sogar chinesische Investoren haben sich in Deutschland schon eingekauft. Dort entwickeln sich Strukturen, wo mitunter in einem Dorf die Leute gar nicht wissen, wer um sie herum überhaupt das Land bewirtschaftet. Weil da kommt jemand, macht Tieflader-Landwirtschaft, das heißt, der bringt die ganzen Maschinen zwei-, dreimal im Jahr, dann werden die Arbeiten verrichtet, dann fährt er wieder weg. Und der ganze Kulturbeitrag, den ja die bäuerliche Landwirtschaft auch zu bieten hat, findet nicht mehr statt. Geopfert dem Streben nach immer mehr Gewinn. Es ist ein fataler Kreislauf. Die Betriebe müssen wachsen, mehr produzieren zum Überleben und vernichten durch den intensiven Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln langfristig die Böden. Und muten den Tieren viel zu.
wenn diese enormen Überschüsse, die den Markt ruinieren, erfüttert werden, im Wesentlichen durch ein Kraftfutter, für das die Tiere gar nicht gemacht sind, das ihre Gesundheit schädigt und das der Bauer teuer einkaufen muss, dann ist es doch spannend, darüber nachzudenken, gibt es da nicht eine Alternative? Und die gibt es in der Tat. Ich kenne Betriebe, die füttern ihre Kühe nur mit Gras. Es führt zu einer ganz anderen Milchqualität und damit zu einer Milch, die auch für den Handel als eine andere Schiene interessant sind. Der kleine Ort Stolzenhagen an der Oder. Hier ist ein Betrieb, bei dem Kühe noch auf der Weide grasen. Sie leben hier in artgerechter Milchviehhaltung. Die Bäuerin nennt ihre 30 Tiere die stolzen Kühe. Stolze Kühe sind unsere Kühe, weil sie stolze Eltern werden. Normalerweise werden den Kühen ja die Kälber gleich weggenommen. Und wir glauben aber, dass es jedes Kalb das Recht hat, aus dem Euter zu trinken. Die weiden immer draußen im Nationalpark, die werden von Bullen gedeckt und sind auch alle gefährdete Zweinutzungsrassen. Also Kühe, die nicht nur Milch geben können ohne Ende, sondern Kühe, die auch Fleisch ansetzen. Natürliches tierisches Leben, selten geworden auf Bauernhöfen. Auf dem Hof der stolzen Kühe zu Besuch ist der Berliner Tierarzt Holger Martens. Man hat sich so viele Probleme aufgrund der hohen Leistung reingezüchtet, dass wir heute hohe Krankheitsraten haben. Die kurze Nutzungsdauer ist ökonomisch nicht zu vertreten. Die hohen Erkrankungsraten sind nicht zu vertreten. Alles das muss mal ökonomisch hart gegengerechnet werden. Und dann würde sich ein ganz anderes Bild ergeben. Die Jungbauern bewirtschaften ihren Hof erst seit 2 Jahren, wollen kein Wachstum auf Kosten der Tiere. Und es gibt aus der Landwirtschaft ein sehr gutes Beispiel, wo diese Umstellung geklappt hat. Das sind die Käfigeier von den Käfighühnern. Die sind völlig aus den Märkten verschwunden. Kein Mensch kauft mehr im Großmarkt ein Käfigei, sondern es ist Freilandhaltung oder sogar Biohaltung. Das ist teurer, aber die Bevölkerung ist bereit, das zu bezahlen, weil sie auch sieht, welche Arbeit dort hinter steckt. Diese Kühe werden nicht vollgestopft mit Kraftfutter. Sie grasen im Sommer auf der Weide und erhalten Heu im Winter, wie vor Jahrhunderten. Zurück in die Zukunft. Wir haben keine Angst vor der Zukunft, weil wir der Meinung sind, dass unser Konzept nachgefragt ist. Ja, die Leute, die wollen in den direkten Bezug zum Betrieb, wollen wissen, wie es erzeugt wird. Und ja, hier bekommen wir unheimlich viel Resonanz. Eine Demonstration junger Landwirte in Brandenburg. Ackerland in Bauernhand! 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 Es gibt durchaus junge Studenten der Landwirtschaft, die in den Beruf streben, obwohl sie keine Hoferben sind. Sie würden gern mit einem anderen Konzept Landwirtschaft betreiben. Nur sie können sich kein Ackerland leisten. Eine paradoxe Situation. Obwohl so viele kleine Bauern aufgeben müssen, wird Land immer teurer. Die frei gewordenen Flächen von Großbetrieben und Bodenspekulanten aufgekauft. Ackerland kostet in Deutschland zwischen 20.000 und 60.000 Euro pro Hektar. Das ist eine Verdopplung innerhalb von 10 Jahren. Ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Preise, die sich kaum ein bäuerlicher Familienbetrieb leisten kann. Land, Grünland und Ackerboden sollten aber keine Handelsware, sondern bäuerliche Lebensgrundlage sein. Das meinen viele. Zum Beispiel auch die Biobodengenossenschaft in Rothen-Klempenow in Mecklenburg-Vorpommern. Das Prinzip? Die Genossenschaft erwirbt Flächen, gibt sie an Landwirte weiter oder bewirtschaftet diese selbst. Wir versuchen nicht einfach nur für den Markt zu produzieren, sondern dass wir schon sehr frühzeitig mit Partnern aus der Naturkostbranche im Gespräch waren und nach Lösungen gesucht haben, sodass wir zum Beispiel jetzt hier eine Besonderheit glutenfreien Hafer anbauen für einen ganz bestimmten Produzenten, der uns diese Ware garantiert abnimmt. Neben der eigenen Landwirtschaft hilft Bioboden auch Bauern, die selbst einen Betrieb gründen wollen. Zu Preisen, die bezahlbar sind. Die Genossenschaft ist kein Landinvestor, sondern entzieht dem Markt Boden als Spekulationsmasse.
Landflächen werden nur langfristig verpachtet, damit die Bauern besser planen können. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass in der Vergangenheit die Landwirtschaft so eine Stimmung hatte des Ablieferns. Also ich habe Milch abgeliefert an die Molkerei. Ich habe das Getreide abgeliefert dorthin. Ich habe das Fleisch, die Rinder abgeliefert dorthin. Aber der Landwirt hat nichts mehr mit den Verbrauchern zu tun. Und ich glaube, wir müssen das wieder an die Menschen ranbringen, dass die Menschen die Frage wieder stellen, was esse ich eigentlich? Wie wurde das produziert? Wo komme ich denn her? Und dann sind die Menschen auch bereit, das erleben wir auch, ganz andere Preise zu zahlen. Faire Preise. Das fordert auch der ostfriesische Milchbauer Ottmar Ilchmann. Der Landwirt, der zurzeit von seinen Altersrücklagen leben muss. Nur wenn die Bauern in Deutschland wieder von ihrer eigenen Arbeit auch leben können, kann das Höfesterben gestoppt werden. Die Gesellschaft würde sehr viel verlieren, wenn wir die bäuerlichen Betriebe flächendeckend nicht mehr hätten. Und eigentlich müsste es uns Bauern gelingen, im Schulterschluss mit der Bevölkerung dafür zu kämpfen, dass diese Betriebe doch erhalten bleiben können. Für Bauer van Diggele ist dies zu spät. Sein Betrieb kann nicht mehr erhalten werden. Die Abschiedsmusik hat der Viehhändler mitgebracht. Der Abtransport der letzten 15 Kühe Richtung Schlachthof. Es sieht fast so aus, als würden die Tiere spüren, was ihnen blüht. Einmal mehr steht eine Bauernfamilie in Deutschland vor den Trümmern ihrer Existenz. Ein langes Arbeitsleben mit vielen Entbehrungen ist zu Ende. Zukunftspläne hat er noch nicht. Tja, habe ich nicht mitgerechnet, dass ich das so doch mitnimmt. Aber tja, Leben geht weiter, ne? Vielen Bauern in Deutschland geht es schlecht. Sie haben viel zu lange an die Versprechungen ihrer Verbandsvertreter und an die Verheißungen der Agrarindustrie geglaubt. In Wachstum statt in Qualität investiert. Doch ein Weiter-so darf es nicht geben.